Und hier sind wir auch schon wieder zurück bei The Legend of Zelda Link's Awakening, das Remake für Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir den Farbdungeon gemacht und uns die rote Rüstung beschert, die ihr hier bei mir jetzt seht. Und wir haben uns den Muscheldetektor gekrallt und einiges am Backtracking betrieben. Es gibt aber noch mehr, was wir machen müssen, und wir holen uns auf jeden Fall noch eine Zaubermuschel, die es hier gibt. So. Jetzt ist auch unsere Def verstärkt. Jetzt lohnt sich die, der Kra... Oh Gott, ich hasse diese Viecher, ne? So, wir müssen einmal hier lang, weil hier gibt es etwas Verstecktes. Passt auf, ich zeig's euch. Auf den ersten Blick ist mir das damals gar nicht aufgefallen, aber hier gibt's noch was. So, nämlich hier können wir nämlich lang. So, ich denke mal, das ist richtig. So, jetzt muss ich einmal gucken. Wofür der Felsen da oben ist, weiß ich nicht. Also, der ist aber vollkommen irrelevant. Also, macht euch da keine Sorgen. So, wir müssen einfach nur hier lang. So, da habt ihr jetzt übrigens schon gehört, ich zeig's euch nochmal. Wenn wir jetzt wieder weggehen und dann wieder dahin gehen, da schlägt der Muscheldetektor aus. Das heißt, hier gibt's eine Muschel. Geheimnisse der nahen Erde. So, da ist sie auch schon. So, das heißt, wir können den hier auch entfernen. Nice. Wie viele Zaubermuscheln haben wir jetzt eigentlich? Ah, okay, wir haben 21. Das ist schon fast die gute Hälfte. Es gibt nämlich in dem Remake hier anstatt, ich glaube, 26 waren es im normalen Spiel. 24 oder 26, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, gibt es hier 50. So, wir gehen wieder runter. Oder können wir jetzt schon da hinten hin? Wir probieren es einfach aus. Ich will ja eh hier noch ein bisschen Backtracking betreiben und dann nach Zoodorf. Also probieren wir einfach aus, ob das funktioniert. Wissen tue ich es jetzt nicht, weil ich glaube, wir müssten dafür noch ein bestimmtes anderes Item holen. Das wir erst im vierten Dungeon bekommen. Aber egal, gut, da kommen wir auch noch nicht hin. Deswegen schlägt auch der Muscheldetektor aus, weil da gibt es was zu holen. So, mal gucken, ob ich recht hatte. Ja, ich hatte recht. Da kommen wir noch nicht lang. So, perfekt. So, dann wollen wir uns mal auf den Weg nach Zoodorf machen, würde ich sagen, oder? Um nach Zoodorf zu kommen, müssten wir... Ich glaube, hier hin. Au, Spasti, Alter. Rubine werde ich übrigens immer offscreen farmen, aber ein Minispiel werden wir eh noch zusammen machen müssen und das auf unter 30 Sekunden bringen. Das auf unter 30 Sekunden zu bringen ist echt schwer, weil sonst kriegt ihr einen der Kammersteine nicht. Die will ich euch ja zeigen. Das wird richtig eklig werden. Ich habe dafür ein bisschen länger gebraucht, aber mittlerweile muss ich gucken, ob ich es schneller hinkriege, eher nicht. Du hast einen Grünapfel erhalten. Die füllen Herzen besonders gut auf. Also anscheinend noch besser als die roten. So, das... okay, wartet mal. Kann ich das hier markieren? Das habe ich nicht markiert. Hier kommen wir später wieder. So, jetzt können wir nämlich hier lang. So, gehen wir erstmal nach unten. Da ist schon mal ein Herzteil. Zoodorf. Gebt euch die Musik. Nice. Die Dorfwüste, ja? Im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt. Aber solange das faule Walross diesen Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Okay, danke, Hase.
Das ist schon mal eine wichtige Info. Und die Karte wird erstmal aufgedeckt, weil ich weiß auswendig hier noch, hier gibt's eine und hier gibt's eine Supermuschel. Zaubermuschel. Ach ja, an so einem Tag könnte ich ein Lied von Marin vertragen. Dann gehen wir erstmal in die einzelnen Dinger rein. Richtig gesehen, ich bin Krokodilius. Die Nixon-Statue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet, aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Hau ab! Hippo-Modell, Alter. Hey, wusstest du, dass in Zoodorf und Möwendorf Partnerstädte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben. Da weiß ich auch, dass es in Möwendorf ein Traumschrein mit einem Geheimnis geben soll. Hm, ob das wohl stimmt? Das kann ich dir nicht sagen, kleines Häschen, aber ich behalte meine Geheimnisse für mich. Hm, du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wer mir nicht einmal Blumen oder so mitbringt, mit dem rede ich erst gar nicht. Hm, über einen Hibiskus würde ich mich schon freuen. Ja, das kommt alles noch. Ich weiß, die Tauschquest können wir eh erst nach dem vierten Dungeon fertig machen. Also ist das erstmal egal. So, dann gehen wir in das nächste Haus. Mal gucken, was wir hier finden. Gut, hier ist noch nichts. Dafür brauchen wir auch erst ein bestimmtes Item. Wir werden das alles noch abklappern. Freut euch drauf. Wegen all dieser Monster komme ich nicht nach Möwendorf. Hoffentlich geht es Marin gut. Marin geht es gut. Glaub mir, Hase. Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, die du da hast? Genauso eine bräuchte ich. Würdest du gegen eine Ananas tauschen? Das wäre bärig. Du hast die Honigwabe gegen eine Ananas getauscht, die sehr saftig ist. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marin es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. So, sehr gut. Damit haben wir das nächste Tausch-Item. So, aktivieren wir aber erstmal diesen Teleporter hier. So, nein, teleportieren will ich mich nicht. Ach ja, der Brunnen, den ihr da seht, der zugenagelt ist, ist vollkommen irrelevant. Den braucht ihr für gar nichts. Hat mich auch gewundert. Ich habe da erst ewig rumgerätselt. Tja, er denkt wohl gerade an Marin. So, aber wir gehen erstmal hier lang. So, eine Höhle gefunden. Nice. Ah, Moment mal. Ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter. Korrekt, hier kommen wir noch nicht weiter. Aber das markieren wir uns für später, weil hier gibt es ein Herzteil. Was ich aber schon mal machen kann, ist... Das eigentlich nicht, aber egal. Nämlich eigentlich so. So, dann bleibt die Höhle nämlich, glaube ich, geöffnet. So, markieren wir uns diesen Ort für später. So. Gut, und gehen erstmal hier und holen uns das Herzteil. So, und dann wird es Zeit, uns auf zu Marin zu machen. Ich glaube, mehr können wir hier... in Zoodorf noch nicht machen. Ich überlege gerade, ob es noch was gibt, was wir jetzt tun können. Weil es gibt ja noch ein bisschen was umzugucken. So, da können wir noch nicht lang. So, ist hier sonst noch was? Autsch. Nein, ist hier nicht. Also doch, ja, aber nicht mit den Items, die wir im Moment haben. Aber hier ist was. Unter Brücken, Geheimnisse, lange leben. Okay.
Der Muscheldetektor hat es uns gezeigt, dass hier eine Zaubermuschel ist. Und die haben wir gefunden. Die hatte ich auch nicht markiert. Ah, der hat einen Stein. Okay. Dann auf zu Marin, damit wir in die Durstwüste kommen. So, einmal nach hier, Urunga-Steppe. So, und ich habe hier extra ein YouTube-Video offen, weil mit Marin können wir einiges machen. Ihr werdet es gleich sehen, warum ich das sage. Lasst euch überraschen. So, mal gucken, ob Marin da ist. Nee. Weißt du, wo sie ist? Nanu, wo hast du denn die Marin gelassen? Hm, was ist mit ihr geschehen? Ich weiß es nicht. Aber der erste Gedanke wäre natürlich, in ihr Haus zu gehen. Man weiß ja nie, ob man da vielleicht Hinweise kriegt. Hä? Bin am Strand. Deine Marin. Deine Marin. Süß. Ich glaube aber, das hat sie eher zu Taryn gemeint. Du blödes Huhn, Alter. Dann mal auf zum Strand. Oh, Train. Schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Ja. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Taryn sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Train, da war ich ganz außer mir. Ich habe dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Wenn ich eine Möwe wäre, dann würde ich ganz weit fliegen und für alle auf der Welt singen. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Hallo, Train, hörst du mir überhaupt zu? Mhm. Irgendwann möchte ich mit dir dahin gehen, wo du herkommst, Train. Vergiss, was ich gesagt habe. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Also gut, dann mal los. Alter! Link, der kleine Aufreißer. Marin kommt mit. Das ist die Gelegenheit. So, das Erste, was ich euch zeigen kann, Marin reagiert auf die Schaufel. Toll, grab uns ein Loch bis zum Mittelpunkt der Erde. Süß. So, dann gehen wir mal, sie kann auch übrigens sprinten, wie ihr gesehen habt. Und dann gehen wir übrigens jetzt mal zum ersten Punkt, wo wir mit Marin hingehen können. Nämlich hierhin. Das erste Mal, dass wir zusammen unterwegs sind, Train. Das ist ab heute unser geheimer Treffpunkt. Willst du mir etwas sagen? Thank you.
Süß. So, dann gehen wir mal weiter. Ich sollte mal meine Leben ein bisschen aufstocken, bevor wir weitergehen. So, einmal hoch. Ich würde gerne ein paar Herzen finden, das wäre richtig nice. Aber hier haben wir ja schon Herz. Stimmt, hier ist ja ein Apfelbaum, den vergesse ich immer. Ach, der füllt nur ein Herz auf. Okay, und das nächste Gebiet, wo wir mit Marin hin können, ist hier. Huch, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, das tut mir leid. Habe ich dir wehgetan, Train? So. So, dann passt auf. Hey, Tierquäler, das arme Huhn. Hahaha, immer schön drauf. Was? Ich habe nichts gesagt. Na, immer schön drauf. Oh, scheiße. Nein, lass mich hier rein. Oh. Du benimmst dich ja absolut unmöglich, Train. So, ich glaube, das war hier die einzige Interaktion, die wir machen können. Ich schaue gerade nochmal. Nee, das war noch nicht alles. Train, schaust du immer in die Schränke von anderen Leuten? Okay, das war alles. So, mal gucken, was ich euch noch zeigen kann. Gut, dann kann ich euch als nächstes das hier zeigen. Toll, Train. Kann ich es auch mal versuchen? Was sagst du? Klar. Lel, das ist gerade absolut synchron mit dem Video. Sehr nice. Marin, das macht man aber nicht. Was sollte das denn jetzt? Das ist gegen die Regeln. Los, raus! Tja, das war die eine Szene. Ich glaube aber, es gibt noch mehr zu zeigen. Hallo ihr zwei, wo geht ihr denn hin? Schon gut, geht mich ja nichts an, ich bin ja nur ein Kind. Was? Ich soll da reingehen? Nein, ohne mich, ich warte draußen. Pass auf dich auf, Train. Train, da bist du ja wieder. Du bist doch nicht etwa verletzt. Hier, und dann könnt ihr noch... Hör auf, das ist ja schrecklich. Bitte? Was? Habe ich was gesagt? Nein, das hast du dir eingebildet. So, und jetzt können wir uns auf den Weg nach Zoodorf machen, aber ich glaube, das war immer noch nicht alle Interaktionen, die wir mit Marin machen können. Thank you.
Hallo, kleine Marin. Willkommen. Oh, hoppla. Du bist ja auch noch da. Tut mir leid. Du benimmst dich ja absolut unmöglich, Train. Juhu, das ist sie ja, Marin. So, und das müsste alles gewesen sein. Mehr Interaktion gibt es mit Marin, glaube ich, nicht. Ich habe euch, glaube ich, soweit alles gezeigt, was geht. Ja, mehr gibt es nicht, anscheinend. Ich guck gerade noch mal ein bisschen, entschuldigt das. Genau, mehr gibt es nicht, dann geht's jetzt weiter in die Durstwüste. Da ist es ja, das Walross. Sollen wir es aufwecken? Ja. Jetzt aber jemand, da ist jetzt aber jemand munter. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht sollte ich mitkommen. Oh, diese Karnickel. Tja, dann gehe ich jetzt mit ihm nach Zoodorf. Komm doch später auch mal vorbei, Train. Was ein Date, Alter. So, und dann könnt ihr hier aber nochmal für eine Zaubermuschel das Lied spielen. Ich glaube, jetzt gerade noch nicht. Weil das Walross gerade weggegangen ist wahrscheinlich. Kleinen Moment, wir gehen einmal in ein Haus rein. Ey, Link, geh da einfach rein, du Lappen. Ich will in diesem Part gerne noch die Durstwüste schaffen. So, und dann müsst ihr, glaube ich, das Lied spielen. Link? Und da haben wir die Zaubermuschel. Und jetzt können wir endlich in die Durstwüste. Und hier sehen wir Pokey aus Mario wieder mal. Zack, die können wir alle umbringen. Und greift euch eure Schaufel, weil ihr werdet sie hier brauchen. Hier gibt's noch zwei Supermuscheln, Zaubermuscheln. Ich sag immer Supermuscheln, keine Ahnung warum. Es sind Zaubermuscheln, verdammt. Zwei Zaubermuscheln, eine ist hier. So, die haben wir. Die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume. Beide vergehen am Ende. Interessant, interessant. So, wir gehen als nächstes hier lang. Erstmal töten wir den Pokey. So, weil... Genau unter diesem Stein ist noch eine. So, das müssten in der Durstwüste jetzt aber auch tatsächlich alle gewesen sein. Ach ja, ich habe von Domtendo gesehen, auf der Karte wird immer als leuchtender Punkt angezeigt, wo ihr als nächstes hin müsst. Korrigiert das bitte, wenn ich falsch liege. Aber hier ist das, hier ist es heller. Das heißt, hier müssen wir als nächstes hin. Das ist sehr interessant, dass ihm das aufgefallen ist. Mir ist das nämlich nicht aufgefallen. Das weiß ich jetzt nur durch den guten Domi. Shoutout, falls er das hier über irgendwann mal sehen wird, an ihn. So, zack. Und noch ein Herzteil. Damit haben wir einen neuen Herzcontainer. Nice. Das Problem ist ja auch... Uff. Ein Herzcontainer bekommt ihr nur vom Boris Kammerscheiße.
Ja, ihr wisst Bescheid. So, dann versuchen wir den Boss. Wer wagt es, auf dem Sand herumzulaufen und meine Ruhe zu stören? Ihr dürft nicht in die Mitte fallen, übrigens. So, wir kriegen ihn down, easy. Ah, verdammt, das war zu knapp. Meine Fresse, komm doch nicht bei mir direkt raus, du blöder Sandwurm. Oh Gott, der nervt mich gerade übelst. Was soll denn die Scheiße? Endlich. Aber leider wird das wieder so knapp, aber wir haben ihn. So, jetzt dürfen wir einmal runterfallen. Du hast den Wunderschlüssel erhalten. So, damit haben wir das, was wir wollen. Wir werden auf jeden Fall noch bis vor den Dungeon laufen. Also, so weit ist es nicht. Weil wir haben jetzt das meiste gebacktrackt, was wir backtracken können. Mehr gibt es hier nicht zu holen in der Durstwüste. Und mehr können wir im Moment auch allgemein so nicht kriegen, glaube ich. So, dann... Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du solltest zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Okay. Danke, Mr. Eule. Mr. Eule hat uns den Weg gewiesen. Da kommen wir überall erst nach einem bestimmten Dungeon hin. So, auf geht's zum vierten Dungeon. Da werden wir jetzt noch hinlaufen. Los geht's. So, wie gesagt, die Tauschquest können wir auch erst... Da müssen wir noch nicht lang. Die Tauschquest können wir auch erst fortführen nach dem vierten Dungeon, glaube ich. Nach dem fünften Dungeon. Also da brauchen wir jetzt weiter erstmal gar nichts machen, außer zwei Sachen. So, jetzt gehen wir erstmal zum Teleporter, weil wir müssen eh in die Berge. Ah, scheiße, den Teleporter hier in den Bergen habe ich noch gar nicht. Das heißt, es geht hier lang. Dann holen wir uns auch gleich noch nebenbei den nächsten Teleporter. So, einmal den Stein hier weg. Gut gemacht, Link. Fall voll runter, Alter, du Lappen. So, weg, weg. Da unter ist er nämlich. So, jetzt ist er offen und wir können hier oben lang. Ah, Moment, da oben lang dürfen wir noch gar nicht. Wir müssen hier gleich eh nochmal zurück, aber erstmal müssen wir ja den Scheiß öffnen. Ihr werdet gleich sehen, warum, oh Gott, nein, warum wir da noch nicht lang können. Aber wir müssen da oben eh lang, also von daher war schon richtig der Weg. So, gehen. Oh, geil. Ein Teil der Macht. Jetzt sind wir noch stärker. So, einmal hier runter müssen wir. Oh nein, Vincent ist zurück.
So, weg. Ah, okay, die haben wir noch nicht. Oh, scheiße. Perfekt. Und wieder eine Zaubermuschel mehr. Die hatte ich auch markiert. So, damit haben wir den Teleporter auch. Das ist, glaube ich, gleich nur ein Rückweg. Also später nur ein Rückweg. Yep. Werden wir später gebrauchen können, aber jetzt im Moment nutzlos. So, und dann aktivieren wir das hier mal. So, damit ist das Tor offen. Offen und wir gehen mal hoch. Gut, hier ist noch nichts. So, hier ist ein Herzteil, das können wir uns auch holen. So, jetzt muss ich gerade nur mal gucken. Genau, dafür gehen wir mal hier lang. Und dann wieder hoch. Ach, scheiße. So, wieder ein Herzteil weggesnackt. So, und dann gehen wir. Zack. Und hoch. Da an die Truhe kommen wir erst später. Macht euch gar nicht die Mühe. Versucht es erst gar nicht. Das wird nichts. Kann ich euch so schon versprechen. Und noch ein Fuffi. Den werden wir später gebrauchen können. So, und dann hier lang. Moment, habe ich hier schon? Ja, habe ich. Öffnen wir die Karte. So, hier ist eine Truhe. Die ist ein Fake. Wen haben wir denn hier? Tja, ich habe mich verlaufen, wie ich gesagt habe. Jetzt bin ich so erledigt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares für mich? Ja. Diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Lecker, ich gebe dir dafür einen schönen Hibiskus. Du hast die Ananas gegen einen Hibiskus getauscht. Ich fühle mich wie neu geboren. So, und hier ist noch eine... habe ich die markiert? Nein. Hier ist nämlich noch eine Zaubermuschel. Da müssen wir aber erst ein Stockwerk höher. Die ist in dem Loch da drin, das ihr seht. So, der Part geht jetzt auch schon lange genug. Wir sollten uns so langsam aber sicher auf den Weg zum vierten Dungeon machen. Dann haben wir erstmal mehr als genug Backtracking betrieben. So, weiter können wir noch nicht, aber wir müssen hier runterspringen. Und hier werde ich den Part beenden.
Ja, wir haben einiges wieder geschafft. Wir haben ein Date mit Marin gehabt. Wir haben die Durstwüste geschafft und sind jetzt vorm vierten Dungeon. Boah, was für ein Part. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann sage ich hier nur noch, bis dann. Danke, dass ihr bei The Legend of Zelda Link's Awakening für Nintendo Switch zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen kann und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wenn ihr noch mehr von The Legend of Zelda Link's Awakening für Nintendo Switch sehen wollt, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Projekte, die euch auch noch gefallen könnten. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!